16 Jahre war sie Bundeskanzlerin. Nun ist Angela Merkel mit dem höchsten deutschen Orden für persönliche Leistungen geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier überreichte ihr am Nachmittag im Schloss Bellevue das Großkreuz des Verdienstordens in besonderer Ausführung. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Deutschland sollte die Kernkraftwerke nicht nur nicht abschalten, sondern die abgeschalteten auch wieder in Betrieb nehmen. Es ist ein nationales Sicherheitsrisiko, diese Kraftwerke abzuschalten. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das heißt, dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendwas nicht einhalten. Kritik an der Auszeichnung kommt von der Linken und der FDP, aber auch aus Merkels CDU. Kritik an der Auszeichnung kommt von der Linken und der FDP, aber auch aus Merkels CDU. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Brauchen wir einen Aufnahmestopp? Ja, wie soll das funktionieren? Das Problem ist ja, Sie können die Grenzen nicht schließen. Das wird nicht klappen. Es gibt den Aufnahmestopp nicht. Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist? Und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Das Bundesverfassungsgericht hat Äußerungen von Altkanzlerin Merkel zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 2020 gerügt. Solange wir so eine Situation haben wie die jetzt, dass eine ganz kleine Minderheit geimpft ist und eine große Mehrheit nicht, wird es keine neuen Freiheiten geben. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Ist es, glaube ich, wirklich auch geboten, eine solche Impfpflicht zu beschließen. Vielleicht habe ich da ein autoritäres Verhalten in mir. Und noch etwas, will Sie mal aufklären. Sie haben eine Jungkommunistin, eine überzeugte Jungkommunistin zur Kanzlerin gewählt. Ist Ihnen das überhaupt klar?